Geht. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es hier um das Affen-Armin-Outfit. Und wenn ihr hier das Video seht, schickt das bitte an Armin, er soll es noch aussehen. So, hier, ich muss gerade mal die Dachel wegmachen. Ich zeige euch mal, wie man dieses Outfit hier macht. Ihr geht jetzt hier erstmal, ne, falsche Seite, ja, hier zu den Hosen. Dann auf die Arbeitshosen, dann auf die marineblaue Arbeitshose. Die zieht ihr euch an. Dann geht ihr zu den Oberteilen. Dann hier zur Arena War Oberteile und dann auf. Ich guck mal kurz nach, ich weiß gerade selber nicht mehr. Ja, Albtraum und dann hier Weltraumaffen komplett T-Shirt. Einmal anziehen. Dann geht ihr hier hinten zu den Accessoires und zieht euch hier diese weißen Handschuhe an. Ich werde den Namen jetzt nicht aussprechen, weil ich Sprachfehler bei Sam bin und ich das nicht hinbekomme. Ich bin zu doof dafür. Hier, das sind die. Das ist mir zu doof. Ich will es auch nicht aussprechen. Auch wie gesagt, hier ist einfach mal anziehen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr einfach mal hier hin zu den Schuhen. Das hätte ich jetzt eigentlich machen sollen. Und hier ganz wichtig, Crew-Emblem müsst ihr auch noch drauf machen. An die, die vom WFG kommen, ne? Und ich wollte jetzt mal sagen, macht das Outfit nach und lasst den Armin einfach mal ärgern. Und ja, wenn ihr jetzt hier bei den Schuhen angekommen seid, Turnschuhe, weiße Turnschuhe, einmal anziehen, dann hier schon mal abspeichern. Als Affen-Armin-Outfit oder whatever. Ist halt jetzt euch überlassen. Und hier habe ich noch ein Outfit, das ist ein WFG. Kann ich mal gerade löschen. Zack. Und jetzt geht's hier oben zu dem großen Helm hier. Also zu dem Affen hier. Dafür geht ihr einfach hier hin. Zu der Frau. Dann auf Arena War. Dann auf Charaktere. Ja, Charaktere. Hier, Pogo, der Weltraumaffe. Zack. Einmal hier anziehen. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr mal gerade hier. Sekunde. Entweder hier hin, hier dürfte das irgendwo sein. Oder einfach hier am Pier. Und macht den Masko-Brille-Glitch. Wir sehen uns gleich am Strand. Ich werde den jetzt nochmal für euch machen, damit ihr auch wisst, wie das geht. An die, die es noch nicht wissen. Bis gleich. Wenn ihr jetzt hier an einem Teleskop seid. Einmal hier aus dem Auto aussteigen. Ja, okay, das ergibt mal wieder Sinn, was mein Charakter macht. Ja, geil, da habe ich schon wieder Bock auf GTA. So, ihr wollt jetzt den Masko-Brille-Glitch machen. Ihr lauft jetzt einfach hier an das Teleskop, spammt die Pfeiltaste und wenn er in Richtung Teleskop läuft, automatisch drückt ihr das Touchpad, damit sich das Interaktionsmenü öffnet. Ihr müsst das ein paar Mal machen. So mache ich das zumindest. Also ein paar Mal Interaktionsmenü drücken, weil das geht halt nicht direkt auf. Aber es muss sich halt öffnen. Ich mach's mal jetzt hier vor. So, XXX laufen halt und jetzt hier Touchpad drücken. Währenddessen halt auch die Pfeiltaste. Dann geht ihr einfach hier auf Affen-Armin. Das dürfte sich ja eigentlich ändern, weil mir hat sich ja schon geändert. Und ich starte jetzt gerade mal einen Job, wegen der Duffelbag. Ich würde mal sagen, sehen wir uns gleich im Job. So, wenn ihr jetzt im Job angekommen seid, holt ihr euch jetzt noch einen Freund dazu. Hier, das müsst ihr halt mit einem Freund machen. Seht ihr auch eins von zwei Spielern. Heute ist mal der liebe Nickname dabei. Er hat sich nur gestummt. Er will sich nicht reden. Er traut sich nicht. Spaß. Er will es einfach nicht. Muss man akzeptieren. Nickname, einmal hier beitreten. Ah, danke. So, jetzt einfach den Job starten. Ich zeige euch nochmal, wie man die abspeichert. Ich werde diesen Job auch verlinken, wenn ich das hinbekomme. Ich bin aber sicher zu doof dafür, aber ich werde es mal versuchen. So, er ist jetzt mal beigetreten. Das ist der liebe Nickname. Einer der besten Moderatoren, beziehungsweise der beste Mod, den man sich nur wünschen kann. Nicht nur bei mir, sondern auch beim WFG. So, wenn ihr jetzt hier seid, einfach beide bereit machen. Zack, er hat schon. Das sieht schon ein bisschen cringe aus. Wenn ihr dann jetzt hier seid und hier die Duffelbag anhabt, einfach Touchpad drücken, auf Stil, Accessoires und einmal nach links. Für den LCD-Kopfhörer. Und ich habe vergessen zu sagen, dass ihr euch den LCD-Kopfhörer kaufen müsst. Ganz wichtig, heißt zum Ammonation und in der Mitte vom Ammonation ist dann so ein kleiner Tisch. Und da könnt ihr euch die Scheiße da kaufen. So, wenn ihr das gemacht habt, ja, bei mir ist das jetzt hier weggegangen. Habt ihr aber jetzt hier die Duffelbag abgespeichert. Ihr müsst jetzt einfach nur noch hier über die Jobliste, heißt hier einmal Handy öffnen, Jobliste, Viereck und X. Jetzt geht ihr einmal raus aus dem Job. So, wenn ihr jetzt hier gespawnt habt, nee, andersrum. Wenn ihr jetzt hier gespawnt seid, Sprachfehler passiert, geht ihr erstmal in den passiven Modus. Ja, gut, ich bin schon, dann passt das.
Ihr braucht jetzt einfach einen Oppressor MK2 oder das normale MK1, aka Noobbike. MK1 und MK2. Ich hasse die Teile. Ihr müsst jetzt einfach hier einen Glitch machen, damit ihr die abspeichern könnt. Ich erkläre ihn jetzt auch nochmal. Heißt, ab zum Strand, dann sage ich mal wieder, bis gleich. Ihr müsst jetzt hier die Duffelbag auf ein anderes Outfit haben. Also ihr müsst vorher schon, wenn ihr in den Job reingegangen seid, schon die da, schon anderes Mal, ja, Deutsch, Alter. Schon mal ein anderes Outfit anziehen. Sprachfehler bei 10, ey. Das kann nicht wahr sein, Leute. Und ich muss gerade mal gucken, dass ich hier nicht angegriffen werde von irgendwelchen Leuten. Ich habe mal gerade Easy Way Out gedrückt. Ja, okay, der hat einen Havoc. So, wenn ihr jetzt hier dann einfach mal ein anderes Outfit an habt. Ich habe jetzt das WFG-Outfit. Positioniert ihr euch so ungefähr und dann fliegt ihr jetzt einfach hier hoch. Einmal absteigen. Zack, MK2, MK1 nochmal eingelagert. Hier fliegt jetzt hier hin. L1 und R1 gedrückt halten. Und dann Pfeiltaste nach links spammen. Nach rechts, so rum, Sprachfehler patent. Ah. Ah, okay, das hat jetzt auch wieder funktioniert. Und ich erkläre es jetzt nochmal, wenn ich denke, das war jetzt richtig undeutlich. Sekunde. Wie gesagt, ihr fliegt jetzt hier mit dem Noobbike nach oben, absteigen, vielleicht auch mal schnell einlagern, wenn ihr das könnt. So, Fallschirm, L1 und R1 gedrückt halten. Und wenn ihr jetzt hier auf dem Weg seid, Pfeiltaste nach rechts spammen, ganz wichtig. Die ganze Zeit, spam, spam, spam. Zack, jetzt habt ihr es hier. Das speichert ihr einfach mal ab. Hier ist es jetzt dieses Beispiel-Outfit und das ist ein Outfit von WFG. Das habe ich einfach mir mal nachgemacht hier. Jetzt habt ihr es, die Duffelbag. Ihr werdet erstmal ohne Duffelbag spawnen. Ihr müsst dann hier ins Interaktionsmenü gehen und dann hier auf das beliebige Outfit dann draufdrücken. Hier, wo die Duffelbag dann drauf ist. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, holt ihr euch nochmal das Snoopbike. Und jetzt müsst ihr die Duffelbag nochmal rüber switchen. Und ich hasse es, wenn dieses Drecksteil woanders spawnt. Ihr fahrt jetzt erstmal ein bisschen. Jetzt ab nach oben. Vielleicht auch einlagern. Ich mache das immer mit dem Einlagern. Ich bin da mittlerweile so schnell drin, dass ich das auch hinbekomme. So, jetzt habt ihr hier. Jetzt seid ihr hier am Fallschirm. Interaktionsmenü. Auf Stil. Dann auf das Affen-Armin-Outfit. Und wenn er landet und und den Fallschirm über seine Schultern so wirft, dann müsst ihr einfach X aufs Outfit machen. Und dann hat er das Outfit hier schon an. Naja, das ich ja schon abgespeichert habe, sieht das jetzt ein bisschen anders halt aus. Ihr braucht halt ein bisschen Glück. Also es ist wirklich Timing und viel Glück. Das funktioniert halt nicht immer. Und ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Schickt das Video auf jeden Fall an Armin und macht das auch selber nach. Wir können hier auch unsere eigene Gang gründen. Heute ist mal ein richtiger Sprachfehlerpatient da. Ja, ganz genau. Heute ist mal wieder ein richtiger Sprachfehlerpatient da. Und ganz viel Liebe geht nochmal an den lieben Nickname raus, der hier gerade mitgeholfen hat. Auch wenn das jetzt nicht viel ist, aber trotzdem Liebe geht raus. Das war's von mir. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Wiederschauen und tschüss.